Wie die Menschen in Ostdeutschland gelebt haben, das zeigt heute das DDR-Museum. Hier wird die alte Zeit nochmal lebendig. Hinten bei der Couch und auch bei den Schränken in der Küche und die Teller und die Messer mit dem Muster drauf, die sehen alle genauso aus wie bei meiner Oma. Das Bad kenne ich noch so ein bisschen, die Lichtschalter vor allem, ja, die Küche am meisten und auch die Wohnstube, so Gläser, Besteck eben, ja, den Fernseher auch noch von früher. Das Museum spielt mit der alten Zeit, sympathisch, teils liebevoll, aber auch kritisch, hinterfragend. Der Trabant war das liebste, ich fange auch schon an zu streicheln hier, war das liebste Kind des DDR-Bürgers, war ein gewisses Wohlstandssymbol in der DDR. Durchaus nicht jeder konnte sich das leisten, es war auch sehr teuer und man musste unendliche Zeiten warten. Aber gerade deswegen haben die Menschen ihren Trabi geliebt. Das Auto wurde wie ein Familienmitglied gefeiert. Wenn man es bekam, wurde eine Party gemacht, dann wurde der Trabi gefeiert. Der hatte in vielen Familien auch einen Namen und wurde irgendwie genannt und gepflegt und geputzt. Und manche sagen, die werden besser behandelt als die Kinder. Das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, aber wenigstens wie ein Haustier. Mal im Trabi Platz nehmen? Kein Problem. Der Besucher kann im Museum fast alles anfassen und begreifen. Probieren besser nicht. Nordhäuser, berühmt und berüchtigt. Oder hier der blaue Würger, Curaçao, sowas. Damit konnte man sich betäuben, wenn man mit dem Alltag in der DDR nicht mehr klarkam. Das Museum setzt aber nicht allein auf Ostalgie, sondern es zeigt auch die dunkle Seite der DDR. Die Besucher tauchen ein in die Rolle eines Spitzels der Staatssicherheit. Sie können von dieser Stelle auch das scheinbar so idyllische und friedliche Wohnzimmer, was wir hier haben, belauschen, haben hier also das originale Stasi-Gefühl. Wenn Sie das jetzt hier aufsetzen, können Sie alles belauschen, was die Leute, und ich höre schon erste staatsfeindliche, und zwar höre ich das Westfernsehen. Also das ist schon nicht so gut, ja. Die kommen gleich auf die schwarze Liste, die Leute. Da bekommt das Sofa im Wohnzimmer eine ganz unbequeme Seite. Aber auch hier dürfen die Besucher des Museums gerne auf dem weichen Stoff Platz nehmen. Angenommen, jetzt klingelt es an der Wohnungstür und man weiß nicht, wer da kommt. Kommt vielleicht jemand von der Hausgemeinschaftsleitung, um einen zu ermahnen, dass am 1. Mai die Fahne rausgehängt werden soll. Dann konnte man schnell umschalten und hatte ganz vorschriftsmäßig die aktuelle Kamera der DDR mit Berichten vom Parteitag der SED. Und die Welt war wieder in Ordnung.